Hey, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Wir haben letztens einen Kommentar auf YouTube bekommen, da ging es darum, ob wir nicht mal ein Tape direkt für die Unterarmmuskulatur an der Innenseite, also für die Palmaflexoren zeigen können, die Beuger des Handgelenks, weil der Kommentator da immer Beschwerden hat nach dem Mountainbike-Fahren, dass die Muskulatur einfach überlastet. Das heißt, wir zeigen dir jetzt eine Tape-Anlage für die Palmaflexoren des Unterarms, also für die Beugemuskulatur des Unterarms. Das kannst du anwenden, wenn du irgendwelche muskulären Beschwerden hast, das heißt Verspannungen, Überlastungen in der Muskulatur. Kannst natürlich das ganze Tape auch präventiv anwenden, wenn du weißt, du kriegst immer da nach gewisser Zeit bei der und der Sportart oder bei der und der Tätigkeit Verspannungen hier, dann kannst du das Tape anlegen. Für die Tape-Anlage brauchst du 3 Tapestreifen, wobei du 2 Tapestreifen von jeweils etwa 15 cm Länge brauchst. Das kannst du beim Tape auf der Rückseite relativ gut abmessen. Da sind Karo-Kästchen, die jeweils 1 cm breit sind und einen Tapestreifen, den du individuell zumessen musst von deinem Handgelenk bei gestrecktem Ellbogen über die Innenseite des Unterarms bis oberhalb des Ellbogens, also bis dahin, wo die Muskulatur, die Palmaflexoren ihren Ursprung haben. Den ersten Tapestreifen reißt du die Basis der Trägerfolie ab und klebst das Tape direkt unterhalb des Handgelenks mittig auf. Das heißt, an der Innenseite des Unterarms klebst du die Basis des Tapes auf und dann ziehst du die Trägerfolie ab und legst das Tape einfach im Muskelverlauf auf den gestreckten Unterarm, wie hier im Video gezeigt, auf und lässt es locker auslaufen. Das ganze Tape ist jetzt ohne Zug angelegt. Wichtig ist am Unterarm, dass du es von innen nach außen anstreichst, dass es sich gut um die Kontur des Unterarms anmodelliert und dass sich nicht irgendwo Falten bilden, wo Tape auf Tape klebt. Das Ganze reibst du kurz an, dass es gut hält. Und jetzt nimmst du dir deine 2 15 cm langen Tapestreifen und reißt den ersten mittig ein. Und gehst hin und machst die Trägerfolie in der Mitte ab, sodass du hier die Klebebasis in der Mitte hast. Und klebst diese Klebebasis direkt auf die Außenseite des Handgelenks, und zwar so, dass es wirklich mittig über dem Handgelenk liegt. Wenn hier der Gelenkspalt ist, dass das Tape mittig drüber liegt. Die Basis leicht anreiben, dass sie hält, und dann nimmst du den ersten Teil des Tapes und legst ihn über die Innenseite mit deutlichem Zug, also mit 80% Zug auf dem Tape, und lässt dann das Ende einfach nur locker auslaufen. Dasselbe wiederholst du auf der anderen Seite, 80% Zug und das Ende locker auslaufen lassen. Wichtig ist, wenn du das Ende locker auslaufen lässt, dass du nicht zirkulär komplett Zug drum hast, damit du nicht das Blut abdrückst. Das Ganze wiederholst du mit dem zweiten Tapestreifen, mittig eingerissen, hier wieder frei gemacht, an der Unterseite aufgeklebt und auch wieder mit Zug nach oben laufen lassen. Kleines Stück ohne Zug anlegen. Selbes Spiel auf der Außenseite. Und einfach gut anreiben. Und fertig ist das Tape, um die Unterarmmuskulatur zu entlasten und das Handgelenk gerade bei irgendwelchen belasteten Sportarten zu unterstützen, damit die Unterarmmuskulatur locker lassen kann. Hat dir unser Video gefallen? Dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Hast du noch Fragen zu der Tape-Anlage oder suchst du Tape-Anlagen zu anderen Beschwerden bzw. suchst vielleicht Übungen für den Unterarm, um dein Handgelenk zu stabilisieren? Dann schreib uns doch einfach in die Kommentare und dann gehen wir in einem der nächsten Videos darauf ein. Und bis dahin wünschen wir dir einen schönen Tag und viel Erfolg mit der Tape-Anlage.